bunte Töne beim Musiksommer Bad Schallerbach. Bereits zum zweiten Mal waren die Innviertler Wadelbeißer zu Gast. Sehr zur Freude der Freunde der Blasmusik. Ungewohnt ist übertrieben. Wir haben seit Beginn des Musiksommers immer Volksmusik dabei und immer Blechmusiker, weil wir auch sehr tolle im Kurgäste haben. Die Innviertler Wadelbeißer kenne ich von verschiedenen Orchestern mit Franz Welser Möst oder auch dem Ensemble Sonare Linz. Und mit einigen bin ich schon länger per Du. Am 1. Mai präsentierten die Wadelbeißer ihr neues Programm Couchgeflüster, eine Premiere. Seit 5 Jahren treten die Jungs bereits gemeinsam auf und begeistern mit schrägen, volksmusikalischen Klängen das Publikum. Das Ziel war, mit Blechmusik auf einen gleichen Nenner zu kommen, wobei wir haben da verborgene Talente entdeckt. Wir haben ja vorher gar nicht gewusst, dass wir alle so gut zusammenpassen. Und es ist uns eigentlich gut gelungen. Wir sind unserer Linie treu geblieben, das war uns das Wichtigste. Und das ist jetzt draus geworden. Also wir haben eine Gaudi im Spiel. Bei dieser Gelegenheit konnten wir auch klären, was es mit dem Namen des Ensembles auf sich hat. Ja, die Wadelbeißerei ist jetzt im Laufe der Jahre so entstanden, eigentlich erst als Therapieform für uns. Wir beißen uns ins Wadel, um wieder zur Ruhe zu kommen, weil es gibt natürlich teilweise aufbrausende Momente in unserer Beziehung untereinander. Da müssen wir halt ein bisschen was tun. Darum haben wir das Wadelbeißen, darum spielen wir auch mit den Stutzen herunten, dass wir jederzeit Zugriff aufs Wadel haben. Da beißt man da rein, in den Meridian da, und beißt da rein und das kanalisiert die Stresshormone um und das wirkt irrsinnig super zur Beruhigung. Also ich kann das nur bestätigen, man fühlt sich einfach grandios danach. Ich kann es nur den Zuschauern und Konzertzuhörern nur empfehlen, das nachzumachen. Das ist irrsinnig entspannend. Die Wadelbeißer sind aber nicht nur in der Volksmusik zu Hause. Ausflüge in die Welt des Hardrock, der Klassik oder des Musicals verleihen dem Programm eine besonders originelle Note. Zuerst mit meiner Freundin mitgeschleppt worden und so hat man zuerst gedacht, na, was sind denn das für Leute, Blasmusik? Aber ich bin total begeistert, weil die Dynamik ist ein Hammer und es ist voll klasse, stimmungsmäßig, echt super. Ich bin begeistert, ich würde es weiterempfehlen. Ja, ich bin beeindruckt von diesem Niveau, das diese Wadelbeißer aufführen. Es ist einfach gigantisch. Also für mich als Laie ist diese Musik toll. Ich finde es Blasmusik so und so toll, aber diese Leistungen, die da bieten, ist einfach einzigartig. Ja, ich bin eigentlich sehr begeistert. Mir taugt es recht. Ich habe die Wadelbeißer schon öfter gehört und ich finde, dass sie sich musikalisch nur mehr gesteigert haben gegenüber dem letzten Mal und das Programm recht bunt ist. Ich bin natürlich ein Fan der Wadelbeißer, weil sie volkstümliche Musik mit modernen Dingen vereinen. Mit sehr viel Witz, sehr enormem Können und man sieht so deutlich, sie haben selber einen Riesenspaß dabei und diesen Spaß, den übermitteln sie uns, dem Publikum.